Hallo, hallo, liebe Leute, liebe Leute, liebe Leute. Hallo. How are you? Sister Mini. Ich habe hier in Sardinien eine neue beste Freundin. Das ist Sister Mini. 5 minutes later. Eine halbe Ewigkeit haben wir uns nicht mehr gesehen. Wer kennt diese Kinderparadieso? The best of the best. Very delicious. Können wir bitte über meine demolierte Nägel reden? Oh, peinlich. Es ist die Ende meiner Ferien. Ich bin immer noch in Sardinien. Und wie ihr erkennen könnt, bin ich ein bisschen gebräunter als sonst. Lauf bei mir. Da meine Ferien praktisch jetzt zu Ende sind, habe ich mir entschieden, einen Storytime zu machen von die nicht geklappten Beziehungen, die ich hier in Sardinien hätte haben können. Hätte, Fahrradkette. Da ich in eine Irrenanstalt gehöre, actually, besser gesagt, komme ich immer wieder sehr, sehr schnell ins Gespräch mit Männern. Ich war auch auf einer Plattform, eine Paarungsplattform. Und diese Plattform heißt Tinder. Wenn dieses Huhn nicht gleich die Fresse hält, ich schwöre, ich mag ein Sandwich, habe ich gleich in den Händen. Ich gehe Brot holen und dann ist wird gegessen. Diese Drecksköter, die immer am Bellen sind, halt einfach deine Fresse. Ich gebe euch einen Einblick in das Leben einer verrückten Queen. Ich habe aus all den verschiedenen Konversationen, die ich mit Typen gehabt habe, habe ich aus den lustigsten, verrückten, most disgusting, also Screenshots gemacht. Und diese Screenshots werden wir jetzt zusammen lesen. Was ich euch schon mal sagen kann, mein König von letztes Jahr, James, meine Flamme, die Coca-Cola-Flamme, hat sich wieder gemeldet. Er hat sich wieder gemeldet. Aber ist es vielleicht zu einer Versöhnung gekommen? Das werde ich euch bald sagen in der nächsten Video. Because dieses Video ist juicy enough. Wir fangen jetzt an mit diesen Sprüchen, mit diesen Screenshots. Aber of course, ich habe schon gehört, eine Tür ist aufgegangen. Weil diese Screenshots werde ich nicht alleine gucken. Diese Screenshots werde ich mit einem Kollegen zeigen, der mich durch dick und dünn Volk begleitet. Und sein Name ist für die Leute in Italien ist Gigina. Auch besser als King Baby Gigina. Sieht man mich? Nein, so dünn bist du geworden, sieht man dich nicht mehr. Warte ich nach dem Raffer-Tanz-Move. Siehst du, das war Karma direkt. Karma hat gefögelt. Sie hat einfach unser Video kommentiert. Ist Julia? Was hat sie kommentiert? Meins ist das Originale. Also sie versteht keine Scheiße. Boah, ich kann nicht mehr. Wir haben heute einen... Guckt mal, wir haben heute ich und Gigi. Wenn ihr auf TikTok seid, ihr kennt auf jeden Fall diese Frau, wo jeden dritten Tag beim XXL Lutz in Friedrichshafen ist und mit der Familie frühstückt. Meine Mama. Juhu. Eine Freundin, die nicht gezeigt werden möchte. Mein kleiner Schatz. Mein kleiner. Eine coole Freundin. Und ich. Sie lecker. Frühstücken in Lutz in Friedrichshafen mit toller Aussicht auf dem XXL-Stuhl in Friedrichshafen. Und die originale Queen hat sogar kommentiert. Ich kann nicht mehr. Meins ist das Original. Mega. Ich brech zusammen einfach. Wir haben Secrets. I have a big secret between my legs. Paar Sekunden später. Wir fangen mit der von der Perversionas. The most Perversionas? Jetzt auf Deutsch? Perversion. Deutsch, genau. Dieser Typ heißt... Dieser Typ, wir benennen ihn Anastasio Beverly Hills. Dieser Typ werden wir Anastasio Beverly Hills benennen. Wir schreiben, er schreibt, hallo, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Ich schreibe zurück, hallo, mir geht's gut. Dann er schreibt, bist du in der Ferien, bist du nicht in der Ferien? Dann schreibe ich, mir geht's gut. Und dir, lebst du hier oder bist du hier in der Ferien? Hast du Instagram? Schreibst du. Habe ich geschrieben. Why? Und er schreibt, wieso hast du geschrieben? Hast because Instagram? I thought that he's a fick. Dann er schreibt, suchst du vielleicht was Ernstes. Dann da 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 da
Ist so, das ist absolut, es hat keine Fragen beantwortet, die ich gestellt habe, but I guess. Nein, nicht wirklich, ich bin nur noch 2 Wochen hier. Also, you wanna bunga bunga? I wanna bunga bunga, ja. Ich suche actually einen Ehemann, ich könnte sogar einen Ehemann hier finden, but hier habe ich nichts Ernstes gesucht. Ich würde gerne einfach einen netten Mann kennenlernen, mit dem ich schöne Momente haben kann. In den nächsten 2 Wochen nichts noch mehr. Er schreibt, ah, wenn so ist, dann super. Ja, aber ich bin nur aktiv. Passt dir das? Ich schreibe zurück, was soll das bedeuten, dass ich bin nur aktiv? Er schreibt, ich mag es nicht, es hinten zu bekommen. Meine Mama und ich sind locker Frühstück. Wie kannst du es von mir hinten bekommen, wenn ich eine Vagina habe? Erklär mir das bitte. Entweder dachte er, dass ich eine Transfrau bin, sage, was ich bin, aber das habe ich nicht dir gesagt in Sardinien. Zweitens, du kannst nicht zu jeder Person denken, dass sie einen Penis hat. Er schreibt dann, aber auch nicht mit dem Finger, hä? Ist so, ich wollte eigentlich ein Bein, mein Fuß reintun. Ist so, haha, ich würde niemals dich einfach so belästigen von hinten. Bist du bisexuell? War auch meine Frage. Because, wenn du mir schreibst, ich bin aktiv, was soll das bedeuten? Mit einer normalen Frau, du schreibst, ich bin aktiv? Ich habe noch nie von einem Mann gehört, der geschrieben hat, ich bin nur aktiv. Als heterosexueller Typ? No. Talking with me? Vielen lieben Dank, weil ich ihn geschrieben habe, dass ich ihn doch keinen Fuß in den Arsch stecken möchte. Nein, nein, also er ist nicht bisexuell, aber in der letzten Zeit, es sieht so aus, als würden Frauen mich die ganze Zeit Sachen in meinen Arsch stecken wollen. Entschuldigung, ich würde wirklich sehr, sehr gerne wissen, welche Art von Frauen, mit denen du dich triffst. Ich kann verstehen, mit der Zeit, wenn man sich halt ein bisschen vertrauter ist, es kann schon sein, dass ich dein Kopf, mein Kopf, in den Backofen. So. Dass du weitergeschrieben hast? Ich fand das so lustig. Ich wusste, dass ich ein YouTube-Video darüber mache. Deswegen habe ich immer gemacht. Aber wenn du magst, kannst du halt einfach nur ein bisschen Stimulation. Also er will es doch, aber will es doch nicht. Ich so. Der nächste Person fängt mit F, geben wir einen Namen. Fula. Flöte. Flöte. Der Flötenfritz. Der Flötenfritz. Flötenfritz, Fisch, der Fitze und der manchmal Fitze. Auch Futzen. Unsere Fischer, Fritzi, Fitschi. Ma, du sei Fritz an Wir sind zu viel auf TikTok. Ja, Fischer Fritz. Er schreibt mir, ah, wie geht's dir? Bla bla, gib mir nicht auf dein Bild. Ich schreibe ihn zurück, du hast schöne Bilder. Er schreibt, kannst du kochen? He's asking the wrong queen. I can cook you some gushy. Gushy? Some gushy? Achso, und dann ich schreibe, möchtest du, dass ich dich bei mir einlade und dass ich dir noch was koche? Er schreibt, sie. Ich schreibe, no. No. Er schreibt, Vino, ich gebe dir ein Kompliment und du ruckzuck fragst du mich, ob ich kochen kann? Hahaha, sei troppo forte. Sei troppo forte. Also Moment, ich weiß nicht, wieso du das unterhältst. Because ich wusste, dass ich ein YouTube-Video darüber mache. You see my face in the one eye is very wrong. Er schreibt dann zurück, hahaha, aber ich mag deinen Körper. Ich habe geschrieben, es freut mich zu hören, dass deine Augen funktionieren. Und dann er schreibt, ich würde dich essen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, aber davor oder danach, dass ich gekocht habe. You were funny with those men. Vielleicht kochst du nicht mal. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, es wäre schade, hättest du nicht mehr Platz für den Dessert, because my cake is very big. Ew. Und dann er schreibt, welches Cake? Aber ich habe das Gefühl, Männer hier in Italien kein Englisch können oder fast kein Englisch und dann verstehen sie nicht, wenn man so einen Witz macht. Aber hast du Cake geschrieben oder hast du auf Italienisch? Torta. Torta. Nein, ich habe Kaka geschrieben. Kaka. Kaa, kaa. Pipi. Mein Gott, meine Brüste sind riesig für dieses Kleid. Okay, das war der zweite. Is a mess. So, und es kommt noch einer? Es kommt noch einer, der Beste, wo mich am meisten verletzt hat. Weil dieser Typ habe ich sogar getroffen. Und diese Geschichte kennst du auch. So, I'm out again. Dieser Bastard heißt, wie sollen wir ihn nennen? Räudiges ja. Stück Scheiße. Piece of cake. No, piece of Räudigkeit. Räudiger Rodrigo. Räudiger Rodrigo. Rollt, Why are you making a Zunge? Zungenbrecher aus allem. Because sie brechen mir das Herz. Mit diesem Typ habe ich mich getroffen. Period. Also. Also zuerst müssen wir sagen, wir waren am Telefon die ganze Zeit. Sie so, ja, ich fahre dorthin jetzt. Ich so, okay. Wir haben wirklich ein paar Tage schon geschrieben. Ich
Ich bin dann in seine Richtung gegangen, weil er noch gearbeitet hat. Unser Ziel war es, für uns treffen und wenn die Chemie stimmt, dass man sich öfter sieht. Weil dann kann eine schöne Sommerromanze daraus werden. Kurze Geschichte, lang gehalten. No, lange Geschichte, kurz gehalten. No, bei mir nicht, auf diesem Kanal. No. Ich fahre nach San Teodoro. Er ist dort. Wir gehen am Strand. So nervös, bla bla bla. Oh mein Gott, ich habe noch 10 Minuten. Nachdem sie das sagt, sie so, oh mein Gott, er steht da. Ciao. Hängt mir auf. Ich so, wow. Und dann, er steigt auf mein Auto. Auf dein Auto, nicht in dein Auto, sondern auf. Ja. Auf dein Auto, ja. Er ist so lustig heute Abend. Er ist wirklich ein Clown, du. Wir gehen am Strand. Er zeigt mir seinen Lieblingsstrand. Wir gehen so in einen Ort, wo ein bisschen mehr Privacy gibt. Immer ins noch, Gebüsch. Immer noch am Strand, aber wir sind so vom Gebüsch umrandet. Es war ein sehr hübscher Strand. Ich gehe schnell hinter den Busch, ich tue mein Bikini drauf. Dann ich gehe zurück, nur im Bikini. Und er sagt so, oh mein Gott, du bist wunderschön. Dein Körper ist ein Traum. Er macht mir Komplimente von Anfang bis Ende. Und es war nicht so, nur so dummes Gelabere. Er hat mir über seine Träume erzählt. Er hat mir über seine Wünsche erzählt. Ich so, what the fuck are you talking about? Und ich bin ein super hochsensitiver Mensch. Ich spüre direkt, wenn wir eine gute Bindung haben. Wenn die Chemie stimmt, ich weiß das, weil sonst es passt nicht. Das ist ein Bär für mein Kind. Manke Karin, oh Pichiriel. Hör auf. Und dann, wir sind am Strand. Ich bin Rodriguez Rodrigos. Und das ist mein Knie. Ich bin umgekehrt. Also er ist hier. Wir sind am Strand. Er ist so am Liegen und ich bin so, also meine Füße sind bei ihm im Gesicht und seine Füße. Who does that? No, aber wir waren so am Liegen und dann ich habe ihn so geguckt und er hat mich umgekehrt geguckt. Und dann, halt die Fresse einfach, Bruder. Und dann, gib mir zu deiner Hand. Meine Hand ist mein Knie, war auf der Hand. Und dann, er macht einfach, er fängt an, während wir reden, er fängt einfach an, mein Knie zu streicheln, ganz schlicht. Und das fand ich sehr süß. Lecker, lecker. Und dann, er streichelt mir immer mehr, es ist sehr süß. Wir reden sehr viel, kommt einfach hoch und er küsst mich. Er so. Fuck mich. Meine Zähne sind so weiß mit meinen Bräunen. Meine so gelb mit diesen Bräunen. Stell dir vor, du wärst weiß, deine Zähne wären actually grau. No, they would be gelb. Dann wir fangen uns an zu küssen. Erdbeben direkt. Ola, 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 ola. Dann er hat mich so am Hals gepackt, an die Haare, aber trotzdem sehr süß. Bei mir hat gebebt, es bebt nie. Dann wir küssen, wir legen dann übereinander. Er hat mich gestreichelt, ich habe ihn gestreichelt, dies, das, Ananas. Er macht mir Komplimente die ganze Zeit, küssen, Komplimente. Küssen, Kompliment. Dann ist es war 6 Uhr, er sagt, ich muss wieder arbeiten gehen, ich muss mich noch umziehen. Ich so, weißt du was, okay. Wir sehen uns erst, ich würde dich sehr gerne wieder treffen. Wir ich so, sehr gerne, es war sehr schön mit dir, danke schön, vielen lieben Dank. Ich steige im Auto in mein pink Lamborghini. Just a race with China. Ja. Dann ruft sie mich an, sie so, oh mein Gott, ich rufe oh mein ihn Gott, an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie erklärt mir alles im Detail, noch mehr als da. Ja, she cannot seine because Zunge, it's YouTube. Ding, dang, balabala, bing, bang. Ich komme nach Hause. Er schreibt, hi, hallo. Ich habe ganz wenig schlafen können. Auf Weil jeden Fall. Er war mega müde, hatte eine schlechte Nacht zuvor. Auf jeden Fall, ich wollte dir das sagen, dass es sehr schön mit dir war. Aber ich habe es mir überlegt und ich bin nicht bereit, rauszugehen. Ich hoffe, dass alles gut ist. Du warst sehr lieb. Sehr, sehr gerne. Ich habe nicht nur die Chemie gespürt. She felt something else. Ich habe auch die... On her knee. Kochlöffel. Kochlöffel gespürt. Und es war eher ein Ding, wo du den Teig... Walholz. Wow, you cannot talk no more. No, because it was huge. Und dann ich schreibe zurück, ich verstehe nicht, was du meinst mit, ich bin nicht bereit rauszugehen. Ich bin noch 2 Wochen hier. Ich hätte einfach gerne, weil in der Schweiz die Männer viel zu verklemmt sind. You cannot talk. I cannot talk. Auch hier zum Beispiel, man geht was trinken. Sie sind so charmant, die Italiener. Sie die meisten, dieses Jahr nicht. Und dann schreibt, du bist eine sehr interessante Person und sehr schlau auch. Du bist sehr alterante, ist so. Du hast super viele Facetten.
Facetten, aber ich mag nicht weitergehen. Ich so, selbstverständlich werde ich deine Meinung respektieren. Würde einfach gerne wissen, was passiert ist, weil wir am Strand so eine gute Chemie hatten. Also ich verstehe es nicht. Ich wünsche dir einen schönen Abend und viel, viel Glück für deine Zukunft. Schreibst du? Habe ich geschrieben. Ich weiß, dass du sehr viel erreichen wirst. Es ist einfach so, dass ich seit kurzem anscheinend, aber am Strand habe ich verstanden, dass er schon länger aus einer Beziehung gekommen ist. Aber ich danke dir so sehr vom Herzen. Ich wünsche dir auch das Beste in Gamba. Du bist echt Arabiata. Und top. Auf jeden Fall, das waren die Geschichten. Welche war eure Favorite? Wow, du so shitty erzählst. So. Hey! Welches war euer Favorite? Hey, mir noch in den Kommentar! Schaut die Werbungen durch. Rede weiter. Vergesst nicht zu abonnieren. Kommentieren. Checkt mein Instagram, mein TikTok und mein Instagram. Und mein OnlyFans, hä? Ich hoffe, dass euch das unterhalten hat, weil mir hat gar nicht unterhalten, actually. Because I'm very mad and I'm very sad. Ich weiß nicht, wieso du denen überhaupt geantwortet hast. Dass du bist überhaupt du straight geworden wieder? Wieder? I never was straight, honey. Go away. Und bis bald. Hola.